Ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Video, meine Freunde. Wir zocken hier mal wieder eine Runde FIFA 24. Nee, nicht, ist ja nicht mehr FIFA 24, sondern FC 24. Und ich bin gerade Karriere. Ja. Oh. Trainingstag. Aber natürlich alles hier so, ne? So. Und ich würde sagen, auf geht es hier, ne? Ne, das ganze Team würde ich gerne steuern. So. Also meine Freunde, wenn es euch gefällt, ne, dann lasst einfach gern ein Like und ein Abo da, meine Freunde. Also, ne, ja, das wird euch gefallen, hoffe ich doch natürlich zumindest. So, auf geht es, würde ich sagen. Begrüßen. Wolfuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder mal ihre Kommentatoren. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. FC St. Pauli gegen Hamburger SV. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Und ich bin sicher, das Spiel... Oh, ganz alleine! Oh, geh doch rein da. Super gehalten, das zeichnet den Mann aus. Diese Ruhe, dieses Abwarten und natürlich diese Reflexe. War blau. Blau. Die Ecke kommt. Und sie können klären. Er schießt. Oh, kein Tor. Den hält der Torwart natürlich. Ja, kein Tor leider. Jetzt die Ecke. Oh, schade. Komm hier rüber. Und rein da. Oh. Kann erstmal klären. Der Spiellaune, zumindest war das der Fall beim Heimsieg. Auch wenn es da zuletzt ein deutliches 4:0 gab, heute ist der Gegner ein ganz anderes Kaliber. Ich setze eher auf Unentschieden. Ja. Einwurf. Oh, warum Einwurf für die? Hä? Hallo? Hast du nicht richtig geguckt, Kollege? Hallo, greif doch mal an hier, ja, komm. Wird's jetzt gefährlich? Hallo, Leute. Holt euch doch mal den Ball. Sauber vom Ball getrennt hier. Jetzt hätte der ASV vielleicht Platz auf dem Flügel. Aber dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit also beendet. Flanke kommt rein. Ja. Also, das ist hier nur noch Ergebnisverwaltung, liebe Zuschauer. Mehr ist es nicht. Dieses Remis soll über die Runden gerettet werden. Ja, Wolf, ergebnisorientierter Fußball. Aber ganz ehrlich, ich kann die Fans der Gastgeber verstehen. Da passiert ja gar nichts. Ja, genau, hier passiert ja gar nichts, ne? Ja. Echt, hier passiert ja gar nichts. Er geht in den Strafraum. Wäre ja mal Zeit, dass er mal hier gesehen. Bis er mal reingeht hier. Oh, Abseits, ey, was ist das? Sie können den Pass unterbinden. Abdi. Was für Abdi, Alter? Greif doch an hier. Hallo, komm, hol ihn dir doch. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Leute. Kommt, holt ihn euch doch.
Wieder das Foul. Hat er schon gelb in dieser Partie? Und er geht nochmal so rein, obwohl er schon gelb hat. Aber er hat Glück. Es gibt nur Freistoß. Jackson Irvine. Jackson Irvine. Das macht er sehr gut. Da ist er alleine durch. Der Pfiff hier im Millantor-Stadion, die erste Hälfte. Hier im Millantor-Stadion. Oh, die erste Hälfte ist rum? Oh, ja, okay, ja. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. So, jetzt, aber jetzt, jetzt wird hier nicht mehr gefummelt. Also jetzt wird hier richtig gespielt, meine Freunde. Ja, jetzt wird hier richtig gespielt, du. Er ist frei in der Mitte. So, geht doch. So, meine Freunde, das geht doch. Das geht doch hier richtig los, so, ne, so. So. Dann gehen wir mal wieder rein hier und machen weiter, ne. 1-0 für den HSV, oh, meine Freunde. Auf geht es. Ja, brauche ich nicht sehen. Richtig gut gespielter Konter und dann ist das ja. Unwiderstehlich, wie er da mit dem das brauche ich doch nicht sehen. Ich weiß, dass ich so gut bin, Kollege. Und da ist der Ball wieder weg. Echt? Guck mal. Bap. Achso, hätte ich mal ein bisschen döller machen müssen. Eigentlich eine gute Gelegenheit, aber das war stark gemacht. So, eben mal rüber ins Studio. Es gibt ein Tor aus dem Max-Morlock-Stadion zu vermelden. Wir haben hier das... Jetzt ist er durch! Ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. Da verliert er den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Die Chance jetzt. Guter Versuch. Ah, schade. Nicht getroffen richtig. Schade, schade. Geh doch rein da. Das wäre doch am besten einfach mal. Da mussten wir die Info zum anderen Spiel leider unterbrechen. Der erste FC Nürnberg hat also einen Treffer erzielt. Der neue Spielstand nun 1-1. Sie holen sich den Ballbesitz. Oh Mann. Komm doch. Ist das das Tor? Die Chance lebt noch. Oh. Sie können klären. Muss Einwurf geben. Ja, gib mir Einwurf. Los, Kollege. Beide Mannschaften wechseln. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Jetzt gibt's hier vielleicht... Zieh. Kein Problem, den hat er. Ah, oh, Mann. Jetzt von da zu versuchen. Ja, aber das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Es tut sich was im Max-Morlock-Stadion. Und zwar ein Tor. Ich gebe ab ins Studio. Wir haben hier den dritten Treffer. Für die Hertha. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Bam, rein da. Und vorne, tolles Tor, wichtiges Tor. Jetzt darf er sich hier feiern lassen. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Stark gemacht, das könnte was werden. Tolles Tor. Da fehlt dann so ein bisschen auch das Glück. Was war das denn, ey, Kollege? Schlussphase jetzt. Diesen kurzen Ausflug ins Parallelspiel mussten wir leider unterbrechen. Hertha BSC macht also den Treffer. Sie führen mit 3-1. Hallo, greift doch an da. Ja, reicht doch. Ist auch so ein Frechstoß. Ist keine Augen im Kopf. Sie können sich da hinten befreien. Geht gut dazwischen. Das sieht vielversprechend. Kann ja mal richtig hart da reingehen. Schussversuch. Volle Parade. Gibt nicht. Jatta.
Gute Aktion. Ah, oh, auch noch. Achso, ich wollte gerade sagen, wie gibt es wieder auf Freistoß hier oder was ist los? Ja, natürlich gewinnen wir das Derby. Na, ja, wir sind auch eine gute Mannschaft hier. Obwohl Pauli momentan eine sehr, sehr, sehr starke Mannschaft ist. Die darf man nicht unterschätzen. So, machen wir weiter. Achso, warte mal. Ach, Heimliga gegen Schalke. Ja, das machen wir doch auch noch mal. Training. Machen wir, komm, wir machen einmal Training. Machen wir das einmal. Haben wir mal Schuss. Haben wir Schuss auch einfach. Zack. Zack. Da, Klaus, komm mir. Überragend. Nächste Übung. schießen. Schießen ist immer gut. Ah, daneben, scheiße. Überragend, da sieht er, wie überragend ich bin. Ja, oh, voll daneben. Ergebnisse ansehen. So, Übung 3. Machen wir passen. Was machen wir denn? Passen Schuss. Präzise Flanken machen wir einfach, ja. So. Oh, wir üben jetzt präzise Flanken. Ah, gehalten. Da geht mehr, Kollege.
Sehr schön. Komm. B ist auch noch gut. Machen wir so, so ist gut. Ein System spielen. Oh, 11.09 Uhr, ich muss bald mit meinem Kind schon los. Heute regiert in der Stadion. Ja, heute regiert das Stadion. Ja, das machen wir doch. Na, ja, das ist doch hier kein Problem, Buschi. Das kriegen wir dir doch locker hin. Herzlich zu diesem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren heißen natürlich auch heute wieder Wolfuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen jetzt eine Begegnung aus der zweiten Bundesliga. Hamburger SV gegen Schalke 04. Also ich denke auch, das wird klasse. Ein absolutes Highlight. Das wird richtig klasse hier, Jung. Hereingabe in die Mitte. Pass! Oh. Der Ball geht neben das Tor. Da fehlt nicht viel. Schade, schade. Ja, natürlich. So sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Zieh, Jatta, komm, zieh, guck mal, wie schnell du bist. Chance zur Führung. Oh. Nimm mal den Ball her. Los. Das gibt's doch nicht gehalten. Gib's Ecke. Strafraum. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Polter. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Da muss er hin und holt sich den Ball. Ja, holt sich den Ball. Ich bin auch da. Guck mal. Mann, faul, Alter. Latzer. Ihr bist auch so ein Latzer, Alter. Komm, hier ist meiner. Gibt's nix. Lauf. Sehr schön. Ja, schau ihn um da, Alter. Hau den Torwart da um. Komm. Die war richtig, richtig gut. Ja, da hat sich der Torhüter einen Sonderlob verdient. Ganz starke Szene. Jo, 0-0. Ein Spiel mit kurz eingehakt. Jetzt wird's vielleicht gefährlich. Das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen, ah. Er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Oh. Mein Gott. Den Treffer hätten sie gerne mitgenommen, aber das Aluminium ist im Weg, verhindert das Tor. Da könnten sie jetzt in Führung gehen. Den Ball hält er gut. Egal, ey. Geh doch rein da. Polter. Hallo. Ja, meiner. Ja, Jatta, komm. Boah, er ist halt seit um. Ja, ist okay. Na komm. Im Volksparkstadion geht's jetzt weiter mit Durchgang 2. Im Volksparkstadion. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Gefährliche Szene. Bam. Man musste dieses Tor einfach fallen. Jawohl. Immer schön rein da. Na, Logo. Rückstand für Schalke. Sie müssen was tun. Weiter geht es hier. Zack, meiner. Gute Ballführung. Und
Hey! Was machst du denn da, hä? Das könnte vielleicht was werden. Sie können es machen. Jawohl. Schlag jetzt binnen weniger Minuten. Jetzt sind sie hier davon. Aber ihr seht hier nochmal, der Grund für den Treffer war der enorme Druck, den sie gemacht haben. Und dann fällt das Tor. Natürlich. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. So, sie kommen, sie greifen an und jetzt schauen sie, wo sind die Anspielstationen? Immer rein da. Los, nächste Partie, komm Jungs, ran da. Jetzt wird's eine ziemlich klare Angelegenheit, 3:0. Natürlich. Die gehen fliegen, du. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und ja, natürlich. Bleibt ruhig, lässt sich nicht irritieren. Da soll der Ball hin und genau da geht der Ball auch hin. Los, ran da, Jungs. Gibt hier Vorteil für Schalke. Bom. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Ja, es gibt Freistoß. Sie wechseln also aus. Toller Freistoß, aber ganz knapp. Was für ein Schuss. Und man sieht es an den Gesichtern der Abwehr. Da haben sie riesen Glück gehabt. Dompe. Außen ist Platz für den HSV. Flanke kommt rein. Oh, schade. Jatta, Mann, das wäre super gewesen. Jetzt kommt der Wechsel. Jetzt könnte der Pass kommen. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Er hat den Ball, klasse Ball. Ja, er hat den Ball. Mein, oh, und was machst du da? Hast auch keiner. Mein Gott. Da ist auch kein Mensch gewesen. Kurz vor dem Ende des Spiels haben wir eine klare Führung für die Gastgeber. Die machen das. Der Vorsprung ist zu klar. Hey! Warum schießt du denn da hin, Kollege? 4 Minuten bleiben hier noch. Und jetzt... Bam! Fast im Alleingang ab. Tor Nummer 3. Rein damit! Tor, Dreierpack, hier ist die Wiederholung. Was für eine Aktion, der macht da vorne, was er will. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht's 5:0. Und da kommt die, oh, ganz alleine. Der muss doch drin sein. Was, Jatta, was machst du denn da? Geh doch rein. Mein Gott. Ja, da, was machst du denn? Ja, schmeiß schon vorbei. Wir haben gewonnen. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Ja, alles meins, alles meins. Ja, meins, 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 meins. Was sagt die Uhr? Danach. Na komm, eins machen wir noch. Und dann ist die auch gleich los. Aktivitäten.
Ja, das ist auch immer gut. Busreisensponsor, Kauf Hochwerte. Investitionen. Haben wir immer 50.000. Tut mir leid, kann ich nichts machen. Kauf eine hochwertige 86er, also guck mal, das kann ja alles noch nicht. Das kann nicht. Kauf. Nee, dann nimm an LP-Kurs teil. Ja, das machen wir doch. Hallo, ich will mir ein Ist das abgeschlossen, abgeschlossen. Achso, okay. Aktivitäten. Agent. Wo war das denn, hä? Weiter. Nee, ich will nicht. Brechen. Tabelle. Nee. Saison. Ach da, Kalender. Heute ist der. Ja. Kann ich auch bis dahin simulieren. Wähle die Option vor dem Spiel, ganzes Team. Hallo, nee, ich will erstmal noch Mika, was machst du denn? Ja? Und meine Freunde, dieses Spiel spielen wir noch und dann ist hier Ende im Gelände. Okay. Also meine Freunde, seid gespannt. Also wir zerstören ihn mal kurz wieder. Ich weiß auch nicht, ob ich noch Erster bin oder nicht. Willkommen im Volksparkstadion. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann begleiten Sie am Mikrofon durch dieses Spiel. Und wir zeigen Ihnen jetzt eine Begegnung aus der zweiten Bundesliga. Hamburg SV gegen Fortuna Düsseldorf. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich mich schon seit Tagen freue. Chance zum Tor. Damit lässt er sich natürlich nicht überwinden. Hadi.
Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Ah, da hat natürlich niemand gerne, muss sich da tunneln lassen. Ganz alleine die Chance. Er trifft und damit bringt er hier früh in Führung. Ja, natürlich. Ich schau noch mal auf dieses Tor. Jetzt bin ich sauer. Jetzt nervt mich. Also heute wird richtig rasiert, Kollege. Nö. Hallo, meiner, komm, meiner, Alter, ja, dann die gleiche Grätsche, Alter, danke schön. Nur noch der Torwart vor sich. Kein Tor in dieser Szene, müssen Sie machen. Direktes Duell mit dem Tor. Na los. Das war gut gemacht. Es ist nach wie vor sehr eng an der Tabellenspitze, Buschi. Und da ist die Aufgabe für die Teams natürlich klar heute. Es müssen Punkte her. Man will ja vorne dran bleiben. Gut verteidigt. Natürlich. Was denkst du denn? Foul 1, Foul, gibt wie? Foul, hä? Was denn bei euch kaputt, Mann? Komm. Ey, komm doch eh nicht zum Tor, ey. Benes. Ja, Benes. Ball kommt an den langen Pfosten. Ah, schade. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Abdi. Frühe stören, da musst du erstmal gegen ankommen. Ballgewinn. Dankeschön für die Ecke. Mit der Ecke könnten sie noch ein Tor nachlegen. Die Ecke kommt. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Schöner Kopfball. Und der war nicht einfach zu halten. Allerdings, schade. Der hätte gepasst, schade. Aber der Torhüter passt klasse auf. Oh, schade, schade. Gehabt, aber wir sehen's, der Ball geht am Ende knapp daneben. Ja, echt. Und dann doch der Ballverlust. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Genau. Pause. Gleich machen wir hier weiter. So. Also ein Tor muss ich noch machen. Foul. Ja, war ja klar. Mein Gott, ihr seid nur gegen mich. Warum? Das ist nicht so gut. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Jetzt vielleicht der Konter. So darf man es ja, natürlich nicht. Nein. Macht sie gut. Steilpass. Jetzt die Düsseldorfer. Jetzt die Düsseldorfer. Warum schießt du nicht? Moritz Heyer. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Schießt doch. Gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Gute Möglichkeit. Mann, ey, geh doch rein da. Aber sie machen nichts draus. Und das wird ja. Jetzt müssen sie weiter aufpassen, denn es weil die nichts können. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf.
Ab. Oh. Jetzt gibt es hier einen Wechsel. Ecke kommt ins Zentrum. Ja, wenn sie so zumachen, dann kommt so ein ungewohnt harmloser Ball. Schade, schade, schade. Bei Arsenal gibt es einen Transfer zu vermelden und es geht um einen Spieler, den man schon seit einiger Zeit unbedingt verpflichten wollte. Ein echter Kuhwolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten dürfen froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Nee, der Ball ist erstmal weg. Nee, der Ball ist erstmal weg. Hallo. Muss noch. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ich muss noch mindestens Klasse dazwischen gegangen. Ein Tor machen. Das macht er gut. Oh, hallo, geh doch rein da. Den muss er machen. Da wird er sich ärgern. Ja, natürlich ärgere ich mich. Und du, wo köpfst du? Und jetzt haben sie den Ball. Ja, klasse Pass. Gleich ist los, aber sie können den Ausgleich noch packen. Jetzt bekommen sie die Chance. Ja, nö. Gibt's nicht. Reiß. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind's noch. Ja, nicht ungefährlich. Gute Aktion hier vom Torwart. Sehr gute Aktion hier. Auf ein Unentschieden hoffen. Ja, absolut. Wäre das Ding drin gewesen, hätten sie die Partie abschreiben können. Das ist der Schlusspfiff in dieser Partie. Die ganze das ist der Schlusspfiff, ja. Den Sieg in der Liga. Knapper Sieg, ja. In der Liga. Sie wissen natürlich... Den Sieg in der Liga? Hä? Ja, also, dass wir Erster sind, das ist ja klar. Also 47, okay, wir haben 47, ja. Spieltag 20, okay. Alle haben 20 Spiele schon, okay. Eine Siege. Unentschieden 2, Niederlagen 3. Okay. Ja, zwischen paar. Oh, Schalke macht da oben mit. Oh. Okay. Europa League, Champions League, ja, ist okay. Ja, ist okay. Wir sind Erster, das ist gut so. Und ich würde sagen, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, meine Freunde. Ciao, ciao.